Die letzten Tage waren ja schon turbulent und anstrengend genug und haben uns alle eine Menge Nerven und auch Kraft gekostet. Und ich dachte eigentlich, mehr Anspannung geht nicht, bis unsere Mannschaft mich gestern Abend eines Besseren belehrt hat, noch einen draufgesetzt hat. Warum Michael Reschke? Ich freue mich sehr, dass wir ihn für den VfB gewinnen konnten. Er hat eine riesige Erfahrung in den für uns entscheidenden Bereichen Nachwuchs und vor allem auch Kaderplanung und das über viele Jahre auf höchstem Niveau. Und es gibt wohl wenige im deutschen Fußball, die so vernetzt sind wie er. Und deswegen möchte ich eigentlich das dabei bewenden lassen. Ich glaube, es gibt niemand Besseres, der das erzählen kann, was er hier alles vorhat, machen will und gemacht hat, wie Michael selber. Vielen Dank. Ich muss sagen, wenn Wolfgang Dietrich hier nochmal unseren gemeinsamen Weg aufgezeichnet hat, dann muss ich mich bei ihm bedanken für die Gespräche, die wir hatten, die emotional bindend waren, die Art und Weise, wie er den VfB Stuttgart mir vermittelt hat, aus dem Faktor Emotionalität heraus und dann auch noch mit Sachlichkeit, die hat mir total imponiert und war letztendlich ganz entscheidend auch für meine Entscheidung, hierhin zu wechseln. Ich hatte zuletzt natürlich nicht nur mit Wolfgang Dietrich Kontakt, sondern muss sagen, was dem Club gelungen ist, ist mit dem Hannes Wolf ein außergewöhnliches Trainertalent an den Club zu binden. Wobei das Thema, dass die Terminologie Talent eigentlich gar nicht mehr richtig ist, sondern der hat schon etwas sehr, sehr Gestandenes. Und die Gespräche, die Dialoge, die wir in der jüngsten Vergangenheit hatten, waren klasse. Und ich freue mich total auf die Zusammenarbeit mit diesem Trainer. Gab es natürlich neben diesen beiden gab es ein paar strategische Gründe, die mich total gereizt haben, diese Aufgabe hier anzunehmen. Die Ausgliederung mit einem starken Partner Mercedes an der Seite, mit Möglichkeiten, die wirklich auch Visionen realistisch erscheinen lassen. Die waren schon sehr interessant. Und es gibt noch etwas anderes, was mich total gefangen hat. Und ich würde das mal ganz gerne an zwei Beispielen darstellen. Wenn ich hier in Stuttgart war, fand ich immer die Atmosphäre im Stadion, die Unterstützung der Fans irre. Auch in Phasen, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist. Aber die Bilder der Aufstiegsfeier auf dem Cannstatter Wasen und dann auch speziell sowas, ich weiß gar nicht, ob das auf der Welt einzigartig ist oder ob es das woanders nochmal gibt, dieser Karawane Cannstatt. Da merkt man die Emotionalität, die Bedeutung, die dieser Club hier für die Region besitzt, für die Menschen der Region, für das Wohlbefinden der Region. Und das war etwas, was mich emotional unglaublich berührt hat. Und ich bin auch ganz offen, ich empfinde das auch als eine sehr, sehr große Verantwortung und Bürde, dazu beizutragen in der nahen Zukunft, dass dieses Gefühl mit Stolz getragen wird. Die ganz große Herausforderung, der wir uns in dieser Saison stellen müssen, ist, dass wir auch 18-19 noch in der ersten Bundesliga spielen. Es gibt keinen klassischen Absteiger dieses Jahr. Es gibt nur noch Clubs, die gut arbeiten. Und den Klassenerhalt zu schaffen, wird schwer sein. Dafür muss man perfekt arbeiten. Das können wir als Club nur dann schaffen, wenn wir eine unheimliche, vertrauensvolle Geschlossenheit haben innerhalb der Mannschaft. Ich spreche jetzt bewusst die Spiele an, in denen jeder gefordert ist, Teil einer Mannschaft zu sein und sein Ego zurückzustellen und alles für diesen Erfolg zu leben. Das können wir nur erreichen mit einem extrem kreativen Trainerstab. Und da bin ich davon überzeugt, dass wir den haben. Das können wir nur schaffen mit einer Staff, die diesen Verein und dieses Ziel lebt. Und das habe ich ja eben schon angesprochen. Das habe ich jetzt in der ersten Zeit schon erlebt. Das ist der Fall. Ich habe ein paar kurze Begegnungen schon gehabt. Ich habe Leute angesprochen auf der Straße, im Fanshop, im Hotel, auch in Cottbus. Ich muss sagen, der Empfang war oder der Dialog war leicht skeptisch, was ich im Übrigen verstehen kann. Wieso sollen die Menschen mir nicht skeptisch begegnen, aber auch sehr herzlich und freundlich. Und ich hoffe, dass wir am Ende der Saison Grund haben, die Skepsis wegzulassen und gemeinsam einen Grund zu haben, zu feiern.